Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Foundation. Wir werden heute neben der Fertigstellung des neuen Herrenhauses, den Abriss des Alten und der Erweiterung unserer Militärmacht daran arbeiten, endlich das Kloster zu bauen, an dem ich mich nicht wirklich wagen wollte. Aber es ist vonnöten, deswegen muss ein Kloster her. Und wir werden uns mal anschauen, was genau da gebaut werden muss. Abtei A. Abtei B. Wir bauen natürlich die große Abtei. Und die soll relativ mittig zur Originalabtei stehen. So. Dann kriegt ihr einen schönen Eingang vorne hin. So. Erweiterung D. Kann ich vielleicht die Erweiterung so hinten dran tun. Perfekt. So, und auf diese Seite kommt auch nochmal eine Erweiterung. Ich hätte die Pionier ein bisschen größer. So, ja. Dann kommt hier jetzt seitlich dieses Kloster. Was heißt das? Klosterzentrum. Klosterzentrum B. Was ist der Unterschied zwischen Klosterzentrum A und B? I don't fucking know. Aber ich kann jetzt hier so das Zentrum hier setzen. Das ist gleich relativ cool. Nein! Oh! What I have done? No! No, 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 no. Das Teil darf uns doch gerne was kosten. Weil je mehr wir uns eh aufs Ende zubewegen. Desto mehr können wir, glaube ich, auch ausgeben. Und wenn, dann will ich jetzt ein schön großes Kloster bauen. Bin echt gespannt, wie das Kloster am Ende ausschaut. So. Da kommt jetzt die Ecke hin. So. Wenn es nur so halb so gut ausschaut, wie ich es mir vorstelle, dann ist es mega cool wahrscheinlich. Und da muss ja jetzt dieser Torbogen hin. Perfekt. Das ist unser Klostergebäude. Warum plötzlich ist das schief? No. Das sitzt mit dir. Dann kriegt es halt das kleinere. Das ist unser Kloster und dazu kommt jetzt natürlich hier vorne noch. Geht das oder geht das nicht drauf? Geht nur hier drauf. Es gibt zwei jeweils von denen drauf. So. Alter, das wird ein teures Projekt. Boah! Aber, oh, nein, will ich. Will ich auch nicht, will ich auch nicht. Aber wir haben hier wieder zu Leibeigenen befördern. Oh, und scheint die Kleiderleitung langsam auszugehen. Aber ich würde gerne wissen, was. Weingut Weinberg produziert Trauben. Das soll alles so ein bisschen außen rum stehen. Der Weinberg zum Beispiel soll sich nach hier hinten einfach begeben. Und der Kräutergarten. Was heißt denn hier zu weit weg? Den kann man anbauen, okay. Dann würde ich mittig hinten dann bauen. Da
kommt der Kräutergarten hin? Ich sehe halt nicht gerade, wo das hin. Vielleicht kann man das auch so anbauen. Nee, das geht eher weniger. Ist das hier so der Anbau? Und geht da noch was? Nee. Aber Ziersträucher kann ich hier noch platzieren. Ein paar schöne Ziersträucherchen. Das macht schon was hier dann bei so einem schönen Kloster hier, ne? Alter, das wird riesig. Ah, die Bienenzucht haben wir auch noch. Ja, die zieht dann hier so seitlich hin. An die Mauern. Oder können wir das vielleicht sogar hier noch reinsetzen? So. Ne, es wird ein bisschen eng, ne? Ach komm, das lassen wir drin. Das schaut cool aus. Das wird jetzt eine teure. Mit insgesamt Kosten von 820 Steinblöcken. Boah, das wird... Dauern vor allem, ich muss das Glas importieren. Boah. Aber hey. Biggest project ever, I would say. Unser fettes Kloster wird natürlich uns Reputation bringen, ne? Jetzt müssen die nicht außen rumreiten. Die wird jetzt hier im außenrum Weg entstehen. Was wollt ihr denn? Ich helfe dem Herren. So. Bon. Ist die fertig? Warte mal, ist die fertig? Jo, die ist fertig. Gebäudeteile. Das Hauptgebäude wird die große Halle. Ah, die habe ich da aktuell schon bedeutet. Ich muss erst das hier, warte mal. Ich muss das alte Gebäude erstmal abreißen. Löschen. Jetzt kann ich hier den Gebäudeteilen zuweisen. Hauptgebäude wird die große Halle. Schatzkammer. 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 Du bist der Studienraum. Wird gleich ein Gelehrter eingesetzt. Du bist wieder eine Schatzkammer. Auch in eine Schatzkammer. Warte mal, das ist die Steuerbehörde. Da kommt die Steuerbehörde halt rein. Kriegt auch noch zugewiesene Mitarbeiter. Und in, was ist denn mit dem Gebäude hier zum Beispiel? Das Vogtbüro. Ah, ja, da. Da kommt der Vogt rein. Name des Vogts. Oh! Wöchentlicher Lohn 5. Durch die Handelsbonus von 15%. Die Lerngeschwindigkeit im Job wird um 15% erhöht. Handelsbonus. Dann nehmen wir doch Otto. Wir nominieren Otto. Und der Turm wird auch nochmal zu einer Steuerbehörde. Doppelte Steuerbehörde! Wie viel Geld können wir jetzt lagern dann? Wie, das bringt sich nichts. Willst du mich gerade verarschen? Erweitert die Kapazität um 90. Wie viel würde denn jetzt so eine... Das Gebäude hier, wenn ich jetzt sagen würde, Schatzkammer. Um 390. Oh. Ach, leckt mich doch. Brauche ich Türme oder sowas? Oder warte mal, wir machen jetzt hier Folgendes. Wir bearbeiten das. Und erweitern mit einem Erweiterung A-Gebäude. Nee. Mit einem weiteren Hauptgebäude nach jeweils hier hinten. Sagen Baubeginn. Da werden dann nochmal zwei Geldlager reingemacht. Die sollten auch ordentlich Platz haben dann. Ah, gut zu wissen, dass diese kleinen Teile sich absolut nichts bringen. Da hätte ich noch nicht so bauen müssen. Aber es schaut ja trotzdem cool aus. Oh, und unser... Oh! Der Handelsbonus kann hier freigeschaltet werden. Nice. Aber es wird schon gebaut. Oho, oho! Die ziehen es schon hoch. Es wird halt nochmal dezent dauern, ne?
Wollen die eigentlich immer noch unbedingt hier so vorne wohnen? Weil ich würde mal sagen, hier ist eine private Wohnfläche frei geworden gerade. Also falls jetzt jemand unbedingt hier hinziehen will, jetzt ist eine Chance. Aber ich glaube, Brot haben. Jetzt haben wir keine Kleidung unter Kontrolle. Ah! Nur mal Schäfer. Schäferei. Kommt hier noch eine hin? Ich könnte das Geld gerade rausschmeißen. Das wird halt eine gefühlte Ewigkeit dauern. Oh. Und die Kleidung wird uns knapp. Das ist uncool. Dong, dong, dong. Vor allem, der geht schon automatisch durchs Tor durch jetzt. Ich würde das Foto, ehrlich gesagt, hier nochmal als Priorität setzen. Damit wir doch unsere Feldzüge Geld lagern können, falls wirklich mal schlechte Zeiten auftauchen. Wäre das, glaube ich, gar nicht doof. Und dann schauen wir jetzt mal, wie es ausschaut mit der Wolle. Wolle ist 70 auf Lager, Stoffe ist 90 auf Lager. Die Kleidung wird halt nicht mehr produziert, wie es ausschaut. Bedeutet, wir müssen nochmal einen öffentlichen Schneider bauen. Und ansonsten zieht jetzt ein Schneider noch nach hier hinten. So. Dann haben wir da noch einen Schneider, der sollte uns nochmal ein bisschen Lagerkapazität bzw. Platz geben. Alter, wie das Ding hier hochzieht. Und da baut immer noch einer dran. What? Habe ich nicht gesagt, ich sollte hier dran bauen, Leute. Schatzkammer erweitert die Kapazität eurer Schatzkammer um 48. Ein Gelehrter zugewiesen, ein Steuerntreiber untergewiesen. Eure Großhalle, die Gesandten werden hier untergebracht. Multipliziert den Punkt der Gebäudeteil um 2. Ermöglicht es euch, die Dorfbewohner zu einem höheren Rang zu befördern. Oh lala. Ich habe mir den Scheiß nie durchgelesen. Ah, schaut mal das Teil an gegen das da. Das hat schon fast dieselbe Größe von Anfang an. Ist eigentlich sogar größer, gleich hat mehr Gebäudeteile. Sieht man das irgendwo? Gebäudeteile 19, 31, ja. Eindeutig unser Kloster wird größer. Das wird ein Riesenteil. Alter Verwalter. Von hier oben angeschaut ist eh hier voll das Waldviertel auf einmal. Habe ich hier eigentlich überall so viele Leute eingestellt, wie ich brauche? Bestimmt. Und Holz haben wir eh so viel Tonnen auf Lager mittlerweile. Ich weiß gar nicht, warum ich so viel nochmal gebaut habe. Aber weißt du was, wir können damit jetzt echt Profit schlagen, indem wir hier drüben nochmal Sägewerke anbauen und anfangen. Wir bauen einfach hier unten. Oder wir bauen auf der Insel. Ist auch gar nicht doof. Wir tun einfach hier nochmal Sägewerke platzieren anfangen. Dann bauen wir nochmal eine Lagerhütte. Und die soll dann die Bretter aufnehmen. Bedeutet, dort wird verarbeitet, da ins Lager geschickt. Weil wir haben jetzt so viel Holz, dass wir Bretter produzieren müssen. Und wir brauchen eh viel Bretter. Und ansonsten schicken wir das Zeug in den Verkauf. Vor allem, wir gehen gerade ins Minus. Das ist halt dezent uncool. Bedeutet, wir werden unser Heer jetzt direkt mal wieder auf eine Armee schicken. Verfügbare Mission. Extrem schwer. Das bringt bestimmt viel Geld. Ich entsende meine Soldaten sofort, mein Herr. Erfahrungswahrscheinlichkeit unmöglich. Level 6er. Sehr niedrig. Niedrig. Mittel. Hoch. Extrem. Und tun wir noch 3 Level 6er mehr. Dann senden wir die. Armee. Verfügbare Mission. Wir nehmen noch eine einfache dazu. Entsende meine Truppen. Freie Dorfbewohner auswählen. Level 1er. Level 1er. Level 1er. Noch ein Level 1er. Senden. Armee. Verfügbare Mission. Eine schwere noch.
So, und dann senden wir nochmal ein paar Soldaten, und zwar den Rest. Der wird sich da jetzt schon keinen Arm brechen, aber ich will dauernd eigentlich alle Soldaten auf dem Feld wissen. So, dass sie uns Geld bringen. Vor allem bei der aktuellen Situation, wo uns das Geld wieder ausgeht. Das ist uncool. Und rein theoretisch können wir jetzt hier bei Handel. Handelswaren verkaufen bis Wert. Sagen wir 100, das ist eine gemütliche Zahl und wir haben eh viel mehr auf Lager. Kauft eigentlich jemand? Das ist schon mal die erste. Verkauft über dem mit Holz. Oder Bretter werden gekauft. Aber reines Holz nicht, ne? Nee, eindeutig nicht. Aber man kann sie trotzdem online stellen. Man weiß ja nie, was für Leute auf einen kommen. Aber Leute, ich würde sagen, das war es dann auch für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.